Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Seiten und Winkel eines beliebigen Dreiecks auszurechnen. Also das hier ist der Sinussatz und der ist super toll, weil ihr damit alle Seiten und Winkel eines beliebigen Dreiecks ausrechnen könnt. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt den Sinus von Alpha wollt, dann könnt ihr den ganz einfach damit ausrechnen. Und ihr könnt ihn beliebig umstellen. Also ihr könnt ihn zum Beispiel so aufschreiben oder ihr könnt ihn so aufschreiben. Also ihr könnt ihn aufschreiben, wie ihr wollt. Aber dabei müsst ihr immer darauf achten, dass das Verhältnis stimmt. Also wenn hier oben die Seite steht, dann muss hier auch oben die Seite stehen. Oder hier, wenn hier oben Alpha, A steht, dann muss auf der anderen Seite Sinus von Alpha sein, also immer der zugehörige Winkel. Und wenn ihr dann halt irgendwie zum Beispiel die Seite A ausrechnen wollt und ihr habt die Seite B und Beta und Alpha gegeben, dann lasst ihr das hier natürlich weg und stellt einfach nach A um, also mal Sinus von Alpha. Und um das Ganze auszurechnen, braucht ihr natürlich drei gegebene Größen. Und ihr müsst wissen, wie man den Sinus von irgendwas in einen Taschenrechner eingibt, aber dazu kommen wir gleich noch. Hier haben wir ein Beispiel, an dem ihr den Sinussatz ausprobieren könnt. Also gegeben sind A, die Seite A, B und der Winkel Beta und gesucht ist Alpha. Dazu müsst ihr mit den gegebenen Größen jetzt einen Sinussatz aufstellen. In diesem Fall wäre das Sinus von Alpha geteilt durch A ist gleich Sinus Beta geteilt durch B. Und weil ihr ja den Winkel Alpha sucht, müsst ihr diese Gleichung jetzt erstmal nach Alpha umstellen. Dazu rechnet ihr mal A. Und dann habt ihr raus, Sinus von Alpha ist gleich Sinus von Beta geteilt durch B mal A. Dann setzt ihr die Größen in die Gleichung ein. Also Sinus von Alpha ist gleich Sinus von 67 Grad geteilt durch 6,9 mal 4,4. Dann gebt ihr das in den Taschenrechner ein und es kommen rund 0,587 raus. Jetzt müsst ihr das Ganze in einen Winkel umrechnen mit Hilfe des Taschenrechners. Und den Sinus, den ihr jetzt rausbekommen habt, müsst ihr nun in den Taschenrechner eingeben. Und das macht ihr, indem ihr auf Sinus hoch minus 1 geht, also das da. Und dann, also bei uns muss man dann zuerst auf Second und dann auf den Sinustaste, das ist aber bei jedem Taschenrechner anders. Und dann gebt ihr einfach den Sinus da ein, also 0,587. Und dann bekommt ihr den ungefähren Winkel raus. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr nur ein Ungefährzeichen schreibt und also es wären dann circa, also ungefähr 35,94 Grad. Also ist Alpha dann 35,94 Grad ungefähr. Und das ist auch schon das Ergebnis. Der Kosinussatz ist eine weitere Möglichkeit, um Winkel und Seiten in einem Dreieck zu berechnen. Und der gilt für das Verhältnis Seite-Winkel-Seite, also wenn ihr eine Seite, einen Winkel, eine Seite gegeben habt. Oder für SSS, also Seite-Seite-Seite. Ihr könnt ihn auch nach den Winkeln umstellen und dann sehen die Gleichungen so aus. Hier haben wir ein Beispiel, an dem ihr den Kosinussatz anwenden könnt. Also wie ihr seht, sind euch alle Seiten gegeben und der Winkel Alpha ist gesucht. Ja, jetzt müsst ihr erstmal die richtige Gleichung sozusagen raussuchen vom Kosinussatz. Das wäre in diesem Fall Kosinus von Alpha ist gleich b² plus c² minus a² geteilt durch 2bc. Dann setzt ihr die Werte ein. Also 3,5 zum Quadrat plus 6,5 zum Quadrat minus 5 zum Quadrat. Die Klammern müsst ihr eigentlich nicht machen, nur wenn noch Zentimeter oder so dahinter stehen. Geteilt durch
2 mal 3,5 mal 6,5. Genau, dann gebt ihr das in den Taschenrechner ein. Beim Eingeben in den Taschenrechner müsst ihr darauf achten, dass das hier oben in einer Klammer steht und dann das hier unten auch in einer Klammer steht, weil der Taschenrechner das sonst falsch ausrechnet. Genau. Und dann kommt da rund 0,64 raus. Und das gebt ihr dann folgendermaßen in den Taschenrechner ein. So, und wenn ihr es dann in den Taschenrechner eingebt, dann müsst ihr beachten, dass ihr hier Cosinus 1, also nicht auf Cosinus, sondern auf Cosinus 1 geht. Also hier bei diesem Taschenrechner müsst ihr dafür erst auf Second und dann auf Cosinus auf minus 1. Aber es ist bei jedem Taschenrechner unterschiedlich. So, und dann geht ihr erstmal da drauf. Und dann gebt ihr einfach den Cosinus, den wir jetzt rausbekommen haben, ein. Also circa 0,6. Und dann klickt ihr auf Gleich. Und dann kommt auch der ungefähre Winkel raus. Also ihr müsst dann immer, wichtig, dass ihr ein Rundzeichen schreibt, weil es nicht der genaue Winkel ist. Also es wären dann rund 50,21 Grad. So, also das war's mit Rechnen beliebigen Dreiecken. Und wir ersparen euch jetzt noch einen Witz und sagen deshalb einfach Tschüss!